Paletten, Laborausrüstung verpackt und transportbereit. Tja, die Frage ist, was passiert jetzt mit euch? Die Affen. Wollen die Infizierten einschläfern? Wie ich das finde? Scheiße ist das. Ihr habt euch mehr eingesetzt als sie, ja. Wenn irgendwer die Freiheit verdient hat, dann hey, langsam. Ach, Mist! Oh nein! Oh nein! Der beißt! Oh mein Gott! Kann es sein, dass die Affen infiziert sind? Gut, dass wir die Affen nicht angefasst haben. Er hat nicht gesagt, wo sie sind. Ich weiß, suchen wir weiter. Dass sie an den Affen halt also Tierversuche gemacht haben? Das würde einiges erklären. Auch nicht viele Waffenteile. Hier ist noch eine Schublade. Eine Schublade voller nichts? Oh ne, tatsächlich mal nicht. Wir heben das erstmal auf, was wir gefunden haben. Hier muss ich jetzt mehrmals F drücken. Er sieht nicht mehr ganz so lebendig aus, der Kollege. Wenn Sie die Fireflies suchen, sie sind weg. Was du nicht sagst. Ich bin tot, oder bin es bald. Ich hatte Zeit, nachzudenken. Es gab Jahre, da schienen wir etwas zu... ganze Scheiße reine Zeit verschwenden. Das nicht mitmachen. Komm schon. Die anderen suchen... Sie sind im St. Mary Krankenhaus in Salt Lake City. Sie finden sie dort, dabei die Welt zu retten. Viel Glück damit. Weißt du, wo das ist? Ich kenne die Stadt. Salt Lake City. Das ist ziemlich weit, vielleicht mit einem Pferd. Was? Sind das Fireflies? Deckung! Oh! Was sind das für Typen? Ganz egal. Wir haben ein Ziel. Machen wir, dass wir wegkommen. Yay! Action! Okay, wir bleiben beim Flammenwerfer. Aua! Hallo? War noch Junge, was machen darf hier? Oh Gott, ist ja noch einer. Die kamen jetzt beide ziemlich überraschend. Ist das da vorne rot? Das war doch gerade nicht rot. Boom. Gewehr! Oh shit! Zeit mal ein paar Leute zu grillen, oder?
Junge. Och, Ellie, erschreck mich nicht so. Schon irgendwie Spaß. Gut, die Hinterbliebenen sehen danach dann nicht mehr ganz so gut aus. Aber es macht schon irgendwie Spaß. So. Na dann, Medikit. Und wir greifen mal wieder zum Flammenwerfer. So. Pieken mal nach draußen, gucken mal, ob da irgendwas ist, aber sieht jetzt nicht danach aus, aber ich denke mal, dass wir doch noch den einen oder anderen begegnen werden. Dass der nachgeladen hat. Ich werde jetzt auch mal wechseln. Damit wir mal noch ein bisschen was vom Flammenwerfer behalten können. Ich drücke oder muss ich gedrückt halten? Nee, gedrückt, drücken ist gut. Ah. Scheiße. Oh Mann. Das sieht nicht gut aus, Joel. So ein Steinding landet er natürlich. Da ist keiner. Weiter. Wie geht's dir? Es geht. Es geht. Kommst du durch das Fenster? Ja. Bitte sag mir jetzt nicht. Aua. Getötet, Arschloch! Los, raus da! Machen wir es auf die harte Tour! Du kleines. Dann eben so.
dich hier rausschaffen. Ich bin okay. Das bist du nicht, John. Und jetzt komm. Sie hat einfach reden. Sie lag ja nicht auf so einer Metallstange. Mach schon. Hier ist keiner. Schnell. Du machst es gut. Nur weiter so. Ja, aber selbst wenn wir beim Pferd ankommen. Oh Mann. Hier, halt dich fest. Nein. Kannst du laufen? Ja. Dann lauf doch auch. Ich dachte, selbst wenn wir beim Pferd ankommen, können wir ja auch nicht viel machen. Das ist leider ein kleines Problem. Da ist der Ausgang. Nur noch ein kleines Stück. Komm. Hey. Hey. Joel. Oben. Hinter dir. Was? Ellie. Bleib bewaffnet! Vorsicht! Hey! Oh Mist! Oh Mist! Du kleine Ratte! Joel! Ja nun. Hier! Steh auf! Leg den Arm um mich! Okay, wir gehen! Ich schwöre dir, wenn wir das schaffen, wirst du für mich singen. Träum weiter. Warte. Ich öffne die Tür. Lass dir Zeit. Los, komm. Er verliert halt ganz schön viel Blut, ne? Ist leider ein Problem. Oh, Scheiße. Sie ist mittlerweile auch ganz schön skrupellos. Kommst du hoch? Los. Ich glaube, hier sind wir sicher. Joel? Joel! Scheiße! Joel! Hier! Ah. Steh auf, steh auf, steh auf! Sag mir, was ich tun soll! Komm schon! Jetzt steh schon auf! Joel! Winter. Na, ein Hase. Oh. Ich wollte gerade sagen, ich weiß, was kommt. Die Szene habe ich schon mal gesehen. Das wird nicht lang reichen. Jagst ihn nur. Ja nun. Jetzt spielen wir also erstmal Ellie. Da bist du. Da bist du ja. Stellt sich mir jetzt nur die Frage, lebt Joel überhaupt noch? Oder müssen wir das jetzt alles mit Ellie alleine zu Ende bringen? Oh, was haben wir denn da? Was ist das denn? Ich hoffe und denke mal, dass wir das bald erfahren.
bewegen. Wir müssen darauf achten, dass wir durch keine Äste laufen. Und möglichst auch keine großen Geräusche machen. Hätten wir es jetzt schon erlegen können? Weiß ich ja nicht. Ich wollte halt auf Nummer sicher gehen, weil ich weiß ja, dass so ein Bogen nicht gerade eine große Reichweite hat. Versuchen da auf den Stein zu... Ach du Scheiße. Den Stein zu gehen. Das von da zu erlegen. Weil von hier wird es uns ja dann bald sehen. Wir können es versuchen. Der Pfeiler hat sie ja nicht da. Das ist seltsam jetzt. Sie hat ja auch nur den Bogen. Wir hätten es wahrscheinlich da schon anschießen können. Da geht's weiter mit Blut. Ich gehe jetzt auch mal bewusst hier lang. Das war's vielleicht. Hier geht's weiter. Das wird nie und nimmer reichen. Tut mir irgendwie ein bisschen leid, das Reh. Aber gut, ne? Winter muss man überleben. Und Tiere, da kann man halten, wie man will, ne? Stehen, wenn du so sehen willst, unter den Menschen in der Nahrungskette. Wie gesagt, was man davon halten will, kann sich jeder selber gerne denken. Ich sag mal, das ist ein virtuelles Reh, aber es macht mir trotzdem keinen Spaß, das jetzt hier zu jagen, um ehrlich zu sein. Aber gut, wie gesagt, ich sag mal, es muss ja dennoch sein. Dass Ellie überlebt oder dass Ellie und Joel überleben, wir wissen es nicht. Und ein Hase, den sie da gefangen hat, von dem wird man vielleicht kurzfristig satt. Scheiße, aber nicht langfristig. Da wäre so ein Reh für eine Person alleine richtig viel und für zwei Personen auch schon sehr gut. Wie gesagt, ich weiß es nicht, ob Joel lebt. Eigentlich realistisch gesehen... Es ist unwahrscheinlich, dass selbst wenn es mich ehrlich gesagt ein bisschen stört. Ich meine, ich habe jetzt nichts gegen Ellie, ne? Ich spiele auch gerne mit Ellie weiter. Aber Joel, ich sag mal, in den knapp 10, 12 Stunden, was wir jetzt ungefähr spielen, hat man ja doch schon so eine kleine Bindung aufgebaut. Aber gut, wir werden uns jetzt erstmal noch nicht damit beschäftigen, was ist und was jetzt nicht ist. Sondern unser erstes Ziel ist jetzt gleich erstmal das Reh.
Ist aber auch lustig, ne, wie sie das gemacht haben. Man weiß jetzt nicht, ob Joel wirklich tot ist oder ob er es überlebt hat. Und jetzt erstmal so eine übelst lange Passage, wo man einen Reh jagt. Das ist typisch. Man wird ziemlich auf die Folter gespannt. Was ist das für ein Ort? Toll. Alles ist okay. Das ist nur ein ganz gewöhnlicher Ort. Oh! Super! Book 4. Unsicherheit. Die Billionen der Menschheit wurden zu Milliarden. Die Technologie der Reisenden stellten die optimistischsten Prognosen des menschlichen Fortschritts über die nächsten 500 Jahre in den Schatten. Und der schwache Widerstand der Menschheit ist zerfallen. Daniela und Captain Ryan haben den Absturz der Kobayashi nur knapp überlebt. Und stellten sich der bevorstehenden Bedrohung auf der Oberfläche des Titan. Gut, dass sie jetzt alleine ihre Sachen sammelt, weiß ich ja nicht, ne? Ich sag mal, wenn, hatte ich es mir irgendwie schon denken können, dass sowas passiert. Ich weiß ja, dass man den zweiten Teil Ellie spielt, ne? Das macht man wahrscheinlich auch nicht ohne Grund. Ich wusste, dass es hauptsächlich um Ellie und Joel geht, also dachte ich mir, dass Tess wahrscheinlich irgendwie sterben wird oder abhauen wird. Ersteres war ja der Fall. Jetzt spielen wir Ellie, sammeln Materialien. Wir wissen von Joel nichts realistisch gesehen, wie gesagt. Es ist schwierig, sowas zu überleben, gerade wenn man nicht mal vernünftig die Blutung stoppt. Ja. Wer ist da? Komm raus! Hallo. Wir wollen nur reden. Eine falsche Bewegung und das hier geht ganz böse ins Auge. Das gilt auch für dich, Sportfreund. Was wollt ihr? Ich bin David. Das hier ist mein Freund James. Wir sind eine sehr große Gruppe. Frauen, Kinder. Und wir haben alle großen Hunger. Wie bei mir. Frauen und Kinder. Und alle haben viel Hunger. Tja, vielleicht können wir dir was für das Fleisch da geben. Und was brauchst du? Waffen? Kugeln? Kleidung? Medizin! Habt ihr vielleicht Antibiotika? Oh ja. Im Lager. Du kannst mit uns kommen. Ich gehe nirgendwo mit euch hin. Dein schweigsamer Freund da kann sie holen. Wenn er damit wiederkommt, gehört das Fleisch euch. Wenn jemand anders kommt... Dann geht das ganz böse ins Auge. Genau.